Guten Tag allerseits. Mein Name ist Monika Troruschka und ich lese jetzt aus meinem Jugendkrimi Gefährliche Freunde. Der letzte gemeinsame Abend. Wegen des Gewitters können Adel, Sebastian, Firas, David, Jan und Luca nach dem Abendessen draußen nichts unternehmen und haben sich in den Gemeinschaftsraum der Jugendherberge zurückgezogen. Tischtennis? Adel schlägt Sebastian vor. Normalerweise genügen solche kurzen Andeutungen, um sich mit seinem Freund zu verständigen. Dieses Mal ist es jedoch anders. Schon wenige Stunden später fragte sich Sebastian immer wieder, ob er die Katastrophe hätte abwenden können, wenn er zu seinem Freund vorgedrungen wäre. Aber da war es schon zu spät. Als Adel vor gut 2 Jahren in ihre Klasse kam, hatten sich beide auf Anhieb sehr gut verstanden. Bald stellte sich heraus, dass sie nicht nur gemeinsame Interessen wie Fußball, Computer, Geschichte und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn teilten, sie ergänzten sich auch auf wunderbare Weise. Adel war ein Draufgänger, Sebastian eher besonnen. Adel hatte alle wichtigen Termine drauf, während Sebastian etwas verpeilt war. Sebastian war in Sprachen besser, Adel in Naturwissenschaften. Meistens aber herrschte zwischen ihnen stilles Einvernehmen, wenn sie sich nicht gerade über dieselben Witze lachten. Ihr Fußballtrainer Thomas Berger hatte für sie den Spitznamen »Die ungleichen Zwillinge« erfunden. Ähnlich sahen sich Sebastian und Adel wirklich nicht. Der eine groß, rothaarig, sommersprossig, blaue Augen und schlaksig, der andere mittelgroß, dunkelhaarig, braunäugig und kräftig. Adel ist 13 Jahre alt, inzwischen leben er und seine Geschwister, die 12-jährige Laila und die 10-jährige Samira, schon 3 Jahre in Deutschland. Am Anfang war alles nicht leicht gewesen. Auf ihrer Flucht aus Syrien hatten sie viel Trauriges erlebt und oft Angst gehabt. Inzwischen haben Adel und seine Schwestern ziemlich gut Deutsch gelernt und auch Freunde gefunden. Adels Mutter hat eine andere syrische Familie aus der Nachbarschaft kennengelernt und besucht diese öfter. Adel ist mit dem gleichaltrigen Firas befreundet. Laila trifft sich oft mit seiner Schwester Sahra. Tischtennis, Adel, wiederholt Sebastian. Es passt überhaupt nicht zu Adel, nicht zu antworten. Sebastian kann seinen Freund einfach nicht erreichen. Adel starrt auf sein Smartphone. Vielleicht schaut er wieder ein Video seines Lieblingsrappers. Aber Sebastian hält das für einen Vorwand. Warum will er nicht antworten? Irgendetwas stimmt da nicht. Auch Adel denkt mit Unbehagen an die kommende Nacht. Er hatte gestern schnell Ja gesagt, weil er sich seit Wochen über Jans und Lukas Lästereien ärgerte. Aber er hat Firas nicht gefragt, ob er mit diesem nächtlichen Abenteuer einverstanden ist. Schließlich kennt er ja die Ängste seines Freundes. Er hätte ihn nicht überrumpeln dürfen. Er musste unbedingt noch einmal allein mit Fira sprechen. Nur sind sie heute nie allein. Seine Freundschaft zu Firas ist anders als die zu Sebastian. Bei Firas hat er immer das Gefühl, dass er ihn beschützen muss, dass dieser seine Hilfe braucht. Firas war mit seinen Eltern und seinen Geschwistern zunächst in die Türkei geflohen. Von dort wollten sie in einem Boot über das Mittelmeer zu den griechischen Inseln gelangen. Die Überfahrt war sehr stürmisch. Nachts war es sehr kalt, das Boot schwankte in hoher See. Und dann geschah etwas Schreckliches. Doch darüber sprachen Firas und seine Schwester Sahra nicht. Erst wohnte die Familie in einem Aufnahmelager, bevor sie in ihr Nachbarhaus zogen. Schon damals spielte Firas mit anderen Jungen Fußball, jetzt kickt er zusammen mit Adel im Verein. Firas hat sich wie oft in die Kapuze seines Pullis zurückgezogen. Adel beugt sich vor. Ich hab dir doch gesagt, also vor ein paar Wochen war ich doch mit Sahra und Samira in der Zoohandlung wegen der Katzen. Und der Lehmann, also der Zoohändler, war so merkwürdig. Im Lieferwagen auf dem Hof habe ich Kisten entdeckt und da war ein unheimlicher Mann. Vor dem hatte ich richtig Angst. Na, in den Kisten werden Tiere drin gewesen. Ist doch eine Zoohandlung, oder? Adel findet das nicht so aufregend. Eigentlich will er dringend mit Firas über die kommende Nacht reden. Spuren, die im Nichts verlaufen. Schaffst du vor Dienstbeginn noch die Einkäufe? Oberkommissar Thorsten Schlüter schreckt von dem Bericht hoch, den er gerade gelesen hat, und schaut seine Frau Hanna an.
Konnte es wirklich sein, dass keine der Nachforschungen ein Ergebnis gebracht hat? Vor ein paar Wochen waren seine Kollegen und er überzeugt, dass die Spur in ihre Stadt führte, dass der oder die Täter in der Nähe lebten und auch ihre Ware in der Nähe versteckt hatten. Doch alle Spuren verliefen bis jetzt im Nichts. Selbst der vielversprechende Hinweis und die anschließende Durchsuchung der Lagerhalle brachte sie nicht weiter. Für den morgigen Tag waren weitere Razzien geplant. In diesem Moment vibriert sein Smartphone. Markus? Er erwartet dringend einen Bericht seines Kollegen. Dann lauscht er, erst verwundert, dann erschrocken. Sebastian, bitte sprich langsamer, was genau ist passiert? Hanna wird blass. Ist was mit Sebastian? Rede schon. Nein, nicht mit Sebastian, aber seine Freunde sind anscheinend in großer Gefahr. Lehmanns Entscheidung. Als Erwin Lehmann den Lieferwagen aus der Garage holt, zittern seine Knie. Hoffentlich würde ihnen niemand folgen. Am besten wäre es, wenn sie erst kurz vor Mitternacht aufbrechen, denn jetzt im Sommer war es lange hell. Schon seit Wochen hatte er fieberhaft gehofft, die heiße Ware loszuwerden. Aber jetzt, wo die Übergabe stattfinden soll, ist ihm mehr als mulmig zumute. Die Polizei hatte mehrere Razzien durchgeführt. Auch seinen Laden hatten sie durchsucht. Da war er froh, dass er sich gegen Schäffler durchgesetzt hatte. Das war gar nicht so einfach gewesen. Damals hatte er immer wieder eindringlich auf Schäffler eingeredet und gefragt, wann können wir die Kisten endlich übergeben? Das dauert noch. Unsere Kunden sagen Bescheid. Überlass das mir. Schäfflers schneidende Stimme duldete keinen Widerspruch. In diesem Augenblick war Horst Schäffler der Junge eingefallen. War der zufällig im Hof gewesen oder hatte er einen Verdacht? Eher unwahrscheinlich, aber vielleicht. Wo sollen die Kisten denn hin, hat er überlegt. Ich habe eine Idee, wo wir sie lassen. In meinem Laden bleiben sie keinesfalls. Nun gut, bringen wir sie zu einem anderen sicheren Versteck. Schäffler fand immer noch, dass Lehmann maßlos übertrieb. Nein, das tue ich nicht. In der Zeitung stand, dass die euren Verein scharf beobachten. Kameradschaft, nicht Verein, beschwichtigte ihn Schäffler. Und inzwischen gehörst du dazu, vergiss das nicht. Ja, er gehörte jetzt dazu. Das war es, was Lehmann bedrückte, ihm den Schlaf raubte. Bis jetzt war Lehmann nur Mitwisser. Aber dieses Mal wäre er Mittäter. Auf was hatte er sich da nur eingelassen? Wir treffen uns heute noch mit den Kisten auf einem Wanderparkplatz. Ich schicke dir die Koordinaten. Alles Weitere erkläre ich dir vor Ort. Noch am selben Tag hatten sie die Kisten an dem von ihm vorgeschlagenen Ort versteckt. Keinen Augenblick zu früh. Als er zufällig am nächsten Tag aus dem Fenster blickte, sah er einen Polizisten, der durch die Fußgängerzone Streife ging. Kurz vor dem Laden stehen blieb, Lehmann stockte der Atem. Wie konnte das nur geschehen? Als die Jungen vor der Höhle eintreffen, sehen sie Leila, Lena und Sachra, die sich am Eingang niedergekauert haben. Nur wenige Meter haben sie sich in das Innere gewagt. Gerade so weit, um vor dem prasselnden Regen Schutz zu finden. Die Kinder starren ins Dunkle. Ihr angstvoller Blick verrät sofort, dass die Gesuchten noch nicht aufgetaucht sind. Sachras Gedanken überschlagen sich. Sie musste sofort an ihre Eltern denken. Die hatten schon genug Leid erfahren. Fieseras durfte nichts passieren. Und Adil natürlich auch nicht. Kurze Zeit später fährt ein Polizeiauto vor. Zwei Beamte steigen aus und gehen auf die Versammelten zu. Wer hat die Jungen das letzte Mal gesehen, wendet sich Oberkommissar Schlüter an Luca und Jan. Das waren Luca und ich vorgestern. Jans Stimme ist nur noch ein schwaches Wispern. Hauptkommissar Krüger blickt forschend in das Innere der Höhle. Im Hintergrund kann man zwei Gänge erkennen, die in den Berg führen. Heißt das, die beiden könnten noch in der Höhle sein? Das wissen wir nicht genau, murmelt Jan. Der Kommissar wendet sich an Harald Gruber, den Herbergsvater. Sagen Sie, Herr Gruber, gibt es in den Höhlen eigentlich Trinkwasser? Harald Gruber überlegt einen Moment. Trinkwasser nein, aber Wasser ja. Und das macht mir zusätzlich Sorgen. Wenn die Kinder den Gang nach links genommen haben, kommen sie in die tiefer gelegenen Bereich. Der steht bei Regenfällen oft unter Wasser. Und was ist mit dem Gang dort auf der rechten Seite, erkundigt sich Hauptkommissar Krüger.
Der führt nach oben weiter in den Berg. Der ist auch sehr gefährlich. Sebastian und David sind ganz blass. Die Polizisten betreten die Höhle, bald verschluckt sie das Dunkel. Die Wartenden blicken sich stumm an. Manchmal schaut einer verstohlen auf die Uhr. Keiner wagt etwas zu sagen. Immer wieder spähen Leila und die anderen in die Gänge, die im Dämmerlicht im Berg verschwinden. Jeden Moment hoffen sie, vertraute zu Stimmen zu hören. Vergeblich. Plötzlich sind Schritte zu hören. Firas und Adil, frohlockt David, sie haben sie endlich gefunden. Doch es ist nur einer der Männer aus dem Suchtrupp. Wenn sich eure Freunde in diesem Gang verirrt haben, dann... Sebastians Vater verstummt, sein sorgenvoller Blick lässt Schlimmes vermuten. Was passiert dann? Sebastian versucht, das Zittern in seiner Stimme zu verbergen. Dann besteht wenig Hoffnung, sie lebend herauszuholen. Nun hatte er doch ausgesprochen, was er den Kindern eigentlich verheimlichen wollte. Zumindest so lange, wie noch ein Funke Hoffnung bestand. Ach, wenn das alles doch nur ein schrecklicher Traum wäre. Jans Gedanken überstürzen sich, ihm ist ganz schwindelig. Wenn ich die Augen schließe und wieder öffne, müsste alles wieder in Ordnung sein. Ich sitze in der Schule, eine Reihe hinter Adil und Firas, meinetwegen zoffen wir uns auch, aber dieses Mal passe ich etwas besser auf, was ich sage. Ihm wird schlecht vor Angst. Was wäre, wenn der Platz vor ihm für immer leer bleibt? Wenn die hier nicht rauskommen, bin ich schuld. Immer wieder macht sich Luca dieselben Vorwürfe. Warum hatten Jan und er bloß diese blödsinnige Idee gehabt? Und der andere Gang? Davids Stimme klingt brüchig, als ob er auch mit den Tränen kämpft. Wir sind auch dem linken Gang gefolgt, wendet sich der Polizist, der soeben die Höhle verlassen hat, an Herrn Gruber. Aber sie hatten recht. In den unteren Gängen ist Wasser und es regnet immer noch stark. Bis morgen steht dieser Teil der Höhle sicher ganz unter Wasser. Dann ertrinken Adil und Firas. Leila schluchzt fassungslos. Sebastian muss die ganze Zeit an die Nachtwanderung denken. Hatte Harald Gruber denn da nicht noch etwas erwähnt? Fragend dreht er sich zu Jan und Luca um, doch die sind ganz in Gedanken versunken.